Moin, moin, Kenners, und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Jetzt werdet ihr euch fragen, was mache ich hier? Warum bin ich hier? Tja, ich habe eine Folge aufgenommen. Das heißt, ich habe nicht aufgenommen, denn ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Und es ist ziemlich viel passiert. Ich habe eine Wüste entdeckt. Also vermeintlich diese hier. Habe dort eine Pyramide gefunden, sie schön ausgeplündert. Dann wurde es langsam Nacht. Ich habe mich in ein NPC-Dorf gerettet und habe dieses NPC-Dorf in der Wüste gegen die Monster verteidigt. Bin dabei gestorben, wurde von einem Creeper in die Luft gesprengt und habe dann natürlich versucht, weil ich wieder in meinem Haus in der Savanne gespawnt bin. Da sind schon die ersten Bastarde. Weil ich dort gespawnt bin, habe ich natürlich versucht, wieder in dieses Dorf zu kommen, wo ich meine ganzen Sachen verloren habe. Und habe es aber leider nicht gefunden, bin stattdessen in diesem Dorf hier gelandet. Und jetzt wird es hier wieder Nacht und ich habe nichts außer ein paar Karotten. Und ich bin total inkompetent, weil ich es nicht geschafft habe, aufzunehmen. Was ich jetzt vorhabe, wird euch sicherlich gefallen, denn ich habe so gut wie nichts mit, bis auf ein bisschen Essen, was ich definitiv brauchen werde. Und werde versuchen, den langen Weg nach Hause anzutreten. Und das an all diesen verdammten Monstern vorbei. Oh Mann. Also ihr seht, wieder alles tipptopp gelaufen. Gut, bisher sind noch nicht so viele Monster gespawnt. Das ist doch schon mal gut. Ich muss nur aufpassen, dass wenn ich in die Nähe meines Hauses komme, nicht irgendwie einen Creeper mitziehe. Oh, jetzt geht's ab hier. Scheiße. Schnell weg, schnell weg. Ja, natürlich weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig, wo mein Häuschen steht. Nee, da ist auch wieder Wüste, das müssen eher so hier in diese Richtung. Ah. Ah, nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann. Ist ja mal richtig Action hier. Geht nicht durchs hohe Gras. Ich mach's trotzdem. Ich hab keine Wahl. Oh. Ja, genau. Gib mir gleich 4, 5 Creeper. Shit, wo ist jetzt mein Haus? Oh! Na, das wäre nicht so gut gewesen. Ey Mann, wo ist mein Haus? Fuck. Das kommt mir hier alles ein bisschen bekannt vor. Ah! Der hat mich voll erwischt. Und ich habe auch schon Hunger. Muss mir jetzt ein ruhiges Plätzchen suchen und mal schnell was essen. So, okay. Oh Mann, das werde ich doch nie finden, ganz ehrlich mal. Gut, ich meine, das wäre jetzt nicht so schlimm, weil wenn ich sterbe, was ich mit ziemlicher Sicherheit tun werde, damit seid ihr dann auch für die letzte Folge entschädigt, die ihr nicht sehen konntet. Okay, what the fuck? Habt ihr zumindest gesehen, wie ich einmal abgekratzt bin? Oh, warte, da ist der Lavasee. Den kennen wir doch, der ist gar nicht so weit von uns weg. Ich glaube, da müsste dort irgendwo mein Häuschen sein. Oh ja, Spinnen. Ist auch immer toll, was für ein leckeres Geräusch die machen. Na, ah, du kleiner Kackkopf. Okay, das sieht auch cool aus. Natürlich kann das einfach irgendein anderer Lavasee jetzt gewesen sein. Shit.
Ja, ich hätte mir echt gewünscht, dass ich das richtige Dorf finde und meine Sachen dann saven kann. Aber dem war leider nicht so. Vor allem, ich hätte voll coolen Stuff in der Pyramide gefunden. Also so Gold, Smaragde, natürlich viel Eisen, ja gut, ein paar Knochen und so was. Ich hätte noch eine weitere Pferderüstung gefunden. Leider keinen Sattel. Ja, und jetzt bin ich hier mit nichts. Vor allem, ich hätte ja schon ein paar Teile von der Rüstung. Ich hätte ja auch ein Eisenschwert und eine Eisenspitzhacke. Gut, dass ich eine in mein Dings gelegt habe, weil ich genau wusste, ich bin dumm genug, dass ich das irgendwie auf irgendeine dumme Art und Weise verliere. Oh Leute, ich finde das nicht. Was machen wir denn jetzt? Also ich werde jetzt nicht den Freitod wählen. Lebend kriegen die mich nie. Diese kleinen Bastarde. Shit. Ich hab dich im Visier. Oh super. Jetzt kommen auch noch die Endermänner dazu. Verschwinde, du scheiß Dreckscreeper. Unglaublich. So, warte mal, da sind ja ein paar Berge. Das wäre dann wieder das Savannah Hills Biom, wenn es das genau ist, was ich halt letztens gesehen habe. Das ist immer die Frage. Oh, jetzt kommen wieder diese Ultra-Sniper-Skelette. Ihr werdet echt überrascht, wie gut die Skelette hier schießen können. Das heißt, sobald man die sieht, heißt es dann immer einen Schuh geben. Oh, ich finde hier einfach nichts, ey. Es ist noch nicht wahr. Ah! Verstecktes Sniper-Skelett. Ah, da hast du mich nicht gekriegt, du kleiner Penner. Kann ich vielleicht hier irgendwo auf den Baum rauf? Okay. Keine Zeit für solche Überlegungen. Ja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, irgendwie sich einen bisschen erhöhten Punkt zu suchen, aber. Naja, so wirklich erhöht ist hier eigentlich nichts. Vor allem war mein Haus ja auch. Oh Gott. Alles voll mit Skeletten. Ich gehe jetzt einfach mal darauf. Scheiße. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh, die Sonne geht langsam wieder auf. Das ist doch sehr, sehr schön. Fuck. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da kann ich mich auch erinnern. Oder zumindest etwas, das so aussah wie das irgendwie. Oh, verdammt, eine Hexe. Seht ihr diese dort? Ne, seht ihr wahrscheinlich nicht. Da ist sie. Oh Gott. Die wirft nämlich einfach mit Tränken, die ziemlich viel Schaden machen. Und das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen. Komm, Sonne, tu dein Werk. Okay. Ich glaube, wir sind safe. Da, jetzt muss ich nur noch mal zu Hause finden. Das wird ja auch wieder ein Spaß sein. Jetzt ganz ehrlich mal ein bisschen Butter bei die Fische. Wir bauen uns da ein bisschen hoch, damit ich vielleicht einen etwas besseren Überblick über das Gebiet habe. Na gut, das ist natürlich auch ein bisschen der Nachteil jetzt wieder von großen Biomen. Na, man kann sich halt doch recht schnell. Hallo? Ist ja wohl nicht euer Ernst. Man kann sich ja doch recht schnell verlaufen, ne? Ja, ich weiß, dass es hässlich aussieht. Wenn ich wenigstens irgendeinen Punkt hätte, den ich mich so orientieren könnte. Ich versuche es vielleicht mal in die Richtung. Autsch. Autsch. Noch ein paar Möhrchen essen. Ah, okay, das muss jetzt erstmal reichen. Natürlich auch die Scheiße, weil ich laufe jetzt auch die ganze Zeit. Was ihr neuerdings mit der Steuerung-Taste machen könnt, wenn ihr sie halt während des Gehens drückt. Sobald ihr jetzt irgendwo gegenlauft oder auch nach einer gewissen Zeit,
geht ihr dann wieder aus dem Laufmodus raus, aber dann könnt ihr halt wieder die Tasten betätigen. Es sei denn, ihr habt halt, ja, glaube ich, nur noch drei. Oh mein Gott, das ist mein Haus. Yes! Ihr habt nur noch drei Nahrung, dann, ja. Dann geht das nicht mehr. So, hier wächst und wuchert alles. Oh, bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Phew! Das war auch eine Nacht. So, jetzt kann ich mich erstmal wieder neu ausrüsten. Das ist ja wirklich richtig gut. Gut, eine Eisenspitzhacke haben wir schon mal. Ein bisschen Eschen. Na gut, mein ganzes Holz muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Oh, ich habe auch keine Steine und kein Eisen und nichts mehr. Ist das eine Scheiße, ey. Kackmist. Oh, meine ganze Kohle ist auch. Gut, habe ich noch was im Ofen drin? Ne, habe ich nicht. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ey, wie wir einfach mal alles verloren haben, das ist doch mal richtig der Kack. Ich habe ja auch echt nichts Brauchbares drin, ne? Lass mal gucken. Na gut, ich könnte mir. Nee, könnte ich nicht. Hab nicht genug Leder. Ich könnte mir noch nicht mal ein Lederrüstungsteil machen. Das ist doch echt wieder eine Rotze. Ich könnte mir einen Bogen machen. Und mit vier Pfeilen komme ich auch sicherlich richtig weit. Ich muss mir jetzt ein bisschen Holzstoff bauen. Es führt leider kein Weg dran vorbei. So, zumindest schon mal. Ups. Einmal eine Holzschaufel. Naja, und dann halt ein Holzschwert. Hört sich schon sehr bedrohlich an, ne? Ich kämpfe mit einem Holzschwert. Ja. Ja, und ich bräuchte eigentlich Fackeln. Die brauche ich definitiv. Da muss ich jetzt leider einmal, weil ich habe keine Kohle mehr, muss ich jetzt leider einmal einen Baum wegmachen und das Holz verbrennen, dass ich Holzkohle bekomme. Das ist nämlich auch eine interessante Variante, falls man. Jetzt habe ich mir keine Axt gemacht. Tün, 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 tün. Ja. Ah, ist echt unschön. Also man sollte es tunlichst vermeiden, in diesem Spiel abzukratzen. Aber bei mir war es auch so blöd irgendwie. Also ich meine, ich hätte einfach in dem Dorf die Nacht abwarten können und dann hätte ich halt safe wieder nach Hause gehen können. Hätte den ganzen coolen Stuff. Aber nein, ich denke mir, yeah, bisschen Battle-Action, ne? Man will ja auch was zeigen. Hat ja auch super geklappt, vor allem, weil ich nicht aufgenommen habe. Und dementsprechend, ja, habe ich dann richtig schön auf den Sack gekriegt. Also das war alles andere als angenehm. Vor allem gerade nachdem man halt irgendwie ein paar Schatztruhen hier geleert hat, voll mit Zeugs ist und eigentlich nur nach Hause will. Oh. Ja, das ist sehr ärgerlich. Aber das ist halt passiert. Das ist halt eines der Risiken in Minecraft. Ne, war der Öfen. So, wie war das nochmal? Das und dann das verbrennen? Ja. Reicht ja schon, wenn ich zwei oder drei habe. Will auch nicht mein ganzes Holz jetzt verbrennen. Ich glaube, drei ist sogar schon mal ganz gut. Ich habe einen Setzling. Kann ich gleich wieder eine Akazie anpflanzen? Hat natürlich nicht gereicht. So, das Holz bewahre ich mir aber auch. Schnell ein paar Fackeln machen. So, 12 Stück. Ist hier überhaupt irgendwas gewachsen? Natürlich nicht. Oh, doch, hier sind ein paar Möhrchen gewachsen. Sehr schön. Natürlich sollte ich einen auch wieder anpflanzen. Ja, dafür wären halt die Knochen auch geil gewesen, weil man kann daraus Knochenmehl machen, mit dem man die Pflanzen düngen kann. Und dann wachsen sie halt schneller, beziehungsweise sind dann schon fertig teilweise, wenn ihr sie einfach einmal damit bestäubt. Also ich bin jetzt immer irgendwie hier in die Richtung gegangen. Deswegen probiere ich es mal hier. Vielleicht finde ich ja da die magische Höhle, die ich schon seit Ewigkeiten suche. Und was ich jetzt im Endeffekt versuchen muss, ist, ja. Ja, wie geil. Das war nämlich genau hier. Es war fast neben meiner Tür und ich finde es einfach nicht. Hammer.
Hier ist nichts. Ja, ich brauche jetzt jegliche Ressourcen, die ich finden kann. Hier habe ich ja schon gut ausgeleuchtet. Das ist ja schon mal was. Oh ja, da drehen die Zombies voll durch. Hier war ja nichts. Hier war, glaube ich, auch nichts, oder? Ah, genau, hier war diese Lava. Aber hier haben wir zumindest schon mal schön viel Kohle. Lass mich in Ruhe. Unglaublich, diese Typen. Wir nehmen erstmal hier die ganze Kohle mit. Ich höre eine Spinne. Dieser kleine Spinner. Ich habe jetzt natürlich auch keine Rüstung. Ich habe nur ein verdammtes Holzschwert. Oh, ist das wieder toll. Ah ja, natürlich. Was machen wir jetzt mit dem? Also ich weiß, ich kann ihn so nicht besiegen. Das heißt, vielleicht kann ich schon. Wenn ich es schlau genug mache. Naja gut, oder auch nicht. Die explodieren hier aber auch ziemlich schnell. Hatte ich gar nicht so eine Erinnerung. Naja, egal, er ist weg. Da ist ja alles, was zählt. Machen wir wieder die Fackel hin. Und dann gehen wir. Fuck, wo ist der denn hergekommen? Fuck, fuck, fuck. Scheiße, 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 scheiße. Ganz ehrlich, wo kam dieser Creeper her? Könnt ihr mir das mal sagen? Oh mein Gott. Oh Gott, deswegen hasse ich Creeper so sehr. Die kommen einfach so an dich ran. Sagen so, hallo. Ah, der ist bestimmt von hier gekommen, ne? Was ist das hier überhaupt? Oh, da ist ja noch einer. Wollte mich gerade verarschen. Oh, da wäre aber wieder Eisen. Oh ja, genau, gleich drei. Hey, das. Oh mein Gott, wo kommen die denn alle her? Nein, nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Fuck, fuck, fuck. Ich muss hier raus. Ich muss hier ganz schnell raus. Ich habe gerade so eine Panik, ey. Warum muss ich erstmal meine Health ein bisschen regenerieren? Oh Mann, da war sogar Eisen. Das ist ja richtig scheiße. Und ich brauche Eisen. Ich brauche gar nicht. Guck mal, da ist sogar noch ein Creeper. Sag mal, die wollen mich echt verarschen, ey. Als ob die wüssten, dass ich nichts mehr hasse als Creeper. Oh, geben wir ein paar Creeper. Nee, ganz ehrlich, ich verpiss mich, ey. Das. Habe ich jetzt echt keinen Nerv drauf. Ja, genau. Einfach folgt mich auch noch. Ich glaube, die könnten Creeper nur noch schlimmer machen, wenn die fliegen könnten. Was für ein Albtraum. Bloß niemand auf falsche Ideen bringen. Ja, Leute, ich verziehe mich wieder nach Hause. Das hat mir heute echt gereicht. Das war wirklich zu viel Monster-Action für mich. Ja, es tut mir leid wegen der letzten Aufnahme. Also die war auch halt sehr spannend, vor allem weil ich da total souverän war, denn ich hatte Rüstung und ich hatte ein gutes Schwert. Ja, jetzt fangen wir wieder so ein bisschen bei Null an. Zumindest konnte ich ein bisschen Kohle mitbringen. Und hoffen wir mal, dass es in den nächsten Aufnahmen bergauf geht. Ich habe leider auch kein Essen mehr, aber vielleicht ergibt sich ja hier hinten etwas. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und euch einen schönen Tag noch.